Die Obdachlosen kamen in Scharen am Ostersamstag ins Festzelt und sie wurden von Medienmanager Bernd Reisig und Frankfurts Bürgermeister Olaf Kunitz höchstpersönlich in Empfang genommen. Beim ersten Osterbrunch für Obdachlose auf der Frankfurter Dippemess. Für die meisten von ihnen eine gute Gelegenheit, für einen Morgen den harten Alltag, die eigenen Sorgen zu vergessen und es sich mal so richtig gut gehen zu lassen. Das ist eigentlich aus der Idee mit dem Weihnachtsgansessen entstanden, weil wir hatten ganz tolle Reaktionen auf das Weihnachtsgansessen, was wir vor Weihnachten gemacht haben. Und dann haben aber viele Organisationen gesagt, macht doch auch mal was, nicht nur immer an Weihnachten, da denken ganz viele an die Obdachlosen, sondern macht auch mal was übers Jahr. Gesagt, getan. So ist das, wenn Bernd Reisig etwas anpackt. Und viele prominente Helfer hatte er mitgebracht. Aber auch bei den Obdachlosen waren einige gerne wiedergekommen. Wer von euch war an Weihnachten beim Gänseessen? Mal Hand hoch. Eine Bitte draus, hätten wir heute mal Weihnachtsgans anbieten können, aber Glühwein, genau, und heiße Eckner noch dabei. Doch auch ohne Weihnachtsgans schmeckte es. Auf dem Speiseplan stand diesmal Rindfleisch mit grüner Soße und Kartoffeln. Und das war längst nicht alles. Für die über 400 Obdachlosen gab es auch noch Freikarten für das Heimspiel des FSV Frankfurt am darauffolgenden Tag gegen Union Berlin. Torhüter Patrick Klant hatte sie mitgebracht. Auch Bürgermeister Olaf Kunitz nahm sich Zeit, wohlwissend, welche Bedeutung eine solche Aktion besitzt. Es ist einfach mal ein Tag, an dem die Leute ihre Sorgen vergessen können, an dem sie Musik hören, an dem sie hier was zu essen kriegen, an dem sie einfach mal entspannen können. Und das haben die Leute viel zu selten in ihrem Leben. Und deswegen, glaube ich, sind die auch froh, dass es so eine Aktion gibt. Die Leute bedanken sich und sind froh, dass sie eine warme Mahlzeit kriegen. Und gerade meiste Aktionen basieren ja immer auf Weihnachtszeit. Da haben wir gesagt, warum nicht auf Ostern das Gleiche? Was für die Leute wichtig ist, dass sie einfach merken, dass wir für sie da sind. Nicht einfach anonym nur irgendwo was hinspenden, sondern wirklich für sie da sind. Wir bringen ihnen die Teller, wir reden mit ihnen. Ich habe jeden Einzelnen begrüßt beim Eingang. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass sie merken, dass das eben auch vom Herz kommt. Und von Herzen kam dann auch der Einsatz auf der Bühne. Beim Auftritt von Gerdas kleiner Weltbühne. Die Prominenten schunkelten und sangen mit. Einige von ihnen werden sich bald wiedersehen. Bernd Reisig hat mit ihnen und den Obdachlosen schon neue Pläne. Also wir werden das Weihnachtsgansessen am 4. Dezember wieder machen. Und ich habe mit dem Eddie gesprochen, dass man vielleicht auf der Dippemesse im Herbst was macht. Vielleicht machen wir ein Oktoberfest für Obdachlose. Die Obdachlosen werden es gerne hören. Für sie gab es noch frisches Obst, zur Verfügung gestellt von der Ludwig Reuter GmbH und Freikarten für die Fahrgeräte, die der Schaustellerverband spendete. Besondere Momente an einem besonderen Tag, den die Frankfurter Obdachlosen so schnell nicht vergessen werden.